Hallo, so, den hier ist irgendwie langweilig. Darum gehen wir jetzt einfach mal ohne Plan in eine Höhle rein. So das denn heißen. Nee, Wann war als es ob nie wir ein irgendwo Plan? ohne Plan machen würden. Nachtwanderung. Stimmt, es ist Nacht. In-game und real life. Stimmt. Jo. Gehe mit meinen Drachen und meine Drachen mit mir. Besten Stories Nein. kommen doch eh bei raus mit dem, ich kenne eine Abkürzung. Oh Gott, wir haben einen verloren. Wir müssen uns unbedingt aufeilen. Das Fundament hat da keiner gesehen, was da noch stand. Ach, war das von den Betten? Nee, das war vom, ich teste mal, ob man hier unten bauen kann. Oh, Ladies first, oh, danke schön. Ich finde, jeder braucht einen Flügelmann. Wer braucht einen Flügelmann? Rotes Squadron rechts rum, blaues links rum. Ah! Denkt dran, wenn ihr Rabbelmodus seid, aufpassen. Können die voll Warum viel machen? Krabbelmodus aufpassen? Ach, wegen davonschießen. Genau, dass du irgendwo hinschießt. Also, solange es nicht nach unten ist, ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal so Licht an hier. Nee. Wir sind hier wegen den Featherlights. Genau. Artefakt, scheiß drauf, wir wollen eigentlich nur Featherlights. Oh, das bleibt sogar. Das liegt nicht so doof rum. Nö, stimmt. Es ist einfach mal gut vom Himmel gefallen. Das war ich. Oh. Und Tauben schießen, wo fliegt denn eins? Ah, guck mal, da oben fliegt eins. Wo? Ah! Nicht getroffen, nicht getroffen. Warum trifft man das nicht? Das hat wahrscheinlich eine richtig blöde Hitzone. Nicht? Denk doch mal an Kennst die du dich nicht, Dimorphodons, was die Marco? für eine lustige Hitzone hatten. Marco, da ist ein Megalo 145. Ja, genau. Brauchen wir extra eine Brücke, um den hier wieder rauszukriegen. Ja. Diesmal nehmen wir den richtigen Weg. Ist er leid. Langweilig. Wo? Da hinten. Und den kriegt man ja nicht irgendwo an der engsten Höhle rum, die wir so finden können. Aua. Ja. Wollte schwimmen gehen. Hatte ich eigentlich Hey, das nicht Wasser hat vor. doch ihre Farbe. Nicht wirklich. Ja, lila, pink, wo ist der Unterschied? Das ist Magenta. Auch Verzeihung. Ne, Magenta ist doch rot. Nee. Magenta ist kaltes Rot. So. Ja. Ja, da Ich hinten ist eine verstehe. Loot Crate, die müssen wir mitnehmen. Ja, müssen wir mal gucken, die müsste irgendwo hinten sein. Ja, hier. Ich komme nie hoch. Deswegen wollte ich auch nur hoch, nur deswegen. Ich wusste, dass die hier sein wird. Toll. Seht ihr auch keine Farbe drum? Nö. Was? Keine was? Keine Farbe. Wie keine Farbe? Oh, Fässerlein. Normalerweise haben die doch immer so einen Strahl drauf. Nicht die Höhlen-Loot Crates. Fünfzehn. Hört Will sich noch nach Drachen, gehst du mal. Der Rier Kackzeug an. Mini-Kiesel. Ging eigentlich. Ging Lackrüstung mit 100, 530 Rüstung. was? Ist wieder zurück oder wie? Ne, ne, von hier oben können wir weiter springen. Aua. Nehmen lässt oder was? Irgendwer hat sein Licht nicht an. Ich.
Aber anders. Ach du Kacke, Hilfe. Tut mir leid, der muss auch noch weg. Hey, die Megalos hier drin sind richtig hoch. Sani, willst du nicht da drin zählen? nö. Was ist denn jetzt los? Los? Ich bin irgendwie unterm Boden. Im Halbeimer. Ich bin gerade über dich drüber gestiegen. Ja, das hatte ich auch letztens. Was mach ich jetzt? Bewegen, springen. Dass du wieder rauskrabbelst. Jetzt bist du richtig im Boden. Jetzt bin ich richtig im Boden. Jetzt sich mal nicht bewegen. Ja, hüpf hoch. Hüpf dich hoch. Kann ich nicht. Ja doch, du kommst wieder etwas höher. Machen wir mal Klettern an vielleicht. Sah gut aus. Bei mir kommst du höher. Das hatte ich gestern auch, als wir, in der als wir in den bei den Reapers waren. Hab ich auch auf einmal am Boden gesteckt. Das muss neu sein. Jetzt hängst du Kopf über. Ich sag ja, diese 8 GB davon, 4 GB sind Bugfixes und 4 GB neue Bugs. Super, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Also so entstehen also Zalando-Drachen. Mhm. Holt die Schaufeln raus, wir buddeln. Warte mal, wir machen das mal anders. Das Zeug hier noch wegfressen, dass wir freie Bahn haben. Kannst du dich irgendwie beidseitig bewegen, dass du vielleicht hier unten aus der, an der Seitenwand oder so rauskommst dann? Nee. Nee, warte, warte. Pass mal kurz auf mich auf. Boah, da wird er echt schlecht, ey. Wenn warte. Ich mach gar nichts. Oh, jetzt ist natürlich mein ACM abgeraucht. Moment. Machen wir es halt über guten alten schon mal Admin Manager. Oder bist du jetzt oben? Oben auch? Nee, warte. Moment, warte, halt still. Kann eh nichts mehr machen, hab keine Stamina mehr. Ein Drache. Jetzt bin ich wieder oben. Ja, ich hab dich einfach ein paar Meter über den Boden teleportiert. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? So, wo wir hin müssen ist, da wo ich hingucke, da oben, ist ein Loch in der Wand. Das heißt? Da muss man es hinkrabbeln. Welches der Field? Das sind hier viele drei. Löcher. Alter, Schatz. Haben Sie gesehen, was an die hingekrabbelt ist? Man sieht hier gar nichts. Also Tobi ist bei mir. Wo sind die anderen beiden? Genau. Ich wurde ins falsche Loch gekrabbelt.
Ja, nicht in das, nicht das, was das ist fast oben und das oben unter der Decke. Kommt man wieder zurück zu den zu der offenen Fläche, wo Tobi gerade umgegeistert ist. Seh nix. Ja, genau. Da unten ist ein blauer Drache. Da oben. Da hast du aber nicht hingeguckt eben. Ja, ja, doch, doch. Ich habe schon in die Richtung geguckt. Nee. Ist uns Laura? Hey. Hier. Ich hänge Kopf über hier. Ach, da oben, wo die Einsen ticken. Ach, das doch. Hier wird Klettern angebracht. Oh, hier ist Haus. Nee, doch nicht. Das Haus? Okay, zieh mal hierher. Hier war gerade Haus. Hauptsache, das ist ein Kackekäfer. Hauptsache, Akku-Kackekäfer. Hier. Ich hab Haus-Symbol. Ach, das runde Ding ist... Das ist die Lotgeld. Ich sag ja, die wird weniger interessant. Die Höhle ist, wenn man erstmal den Weg kennt, ist die Höhle eigentlich langweilig. Und jetzt können wir hier geradeaus runter. Da würde ich nicht unbedingt runtergehen. Warum? Da unten steht nämlich etwas, was eigentlich nicht in der Höhle sein sollte. Ein Juti. Und was? Ja, und? War ich hier eben gleich. Ich hatte eben, wo ich war, auch ein Juti unten. Das, also hier drinnen sind Jutis echt böse. Ey, warte mal. Laura, da würde ich nicht stehen bleiben. Ich war genau hier. Ja, ja. Hier auf der Seite war. Ja, ist richtig. Hier läuft ein Rundgang unter uns lang. Das ist auch der, wo wir uns beim letzten Mal total verlaufen hatten. War ich ja doch. Hab ich doch gesagt, da sind da Kristalle. Na, kommt die Lootcrate wieder? Putt gemacht. Ah, da muss ich sagen, dann kommst du hier alleine mit dem Drachen durch, ne? Ja, wenn du einen Drachen hast. Ich sag mal so, du kannst ja, wenn du das Licht ausmachst, kannst du komplett an der Decke lang krabbeln. Du wirst von nichts angegriffen. Ich glaube, mit was anderem als dem Drachen kannst du hier gar nicht rein, oder? Es heißt wohl auch, dass man mit Reapern rein könnte, aber da musst du schon gut das Springen beherrschen, denke ich mal. Das wäre mal eine Idee zu machen. Das letzte Stück hier bestimmt. Na gut, hier oben könntest du ja dann von bis da unten kannst du ja, kommst du mit dem Reaper auf jeden Fall und dann kannst du dir hochkraxeln. Musst dir halt überlegen, wie du die Viecher wegkriegst hier oben. Du musst auf der anderen Seite hochklettern, sie runterschießen, unten vom Reaper platt machen lassen. Also irgendwie, ich wollte gerade sagen. Dinge Frikadelle lootet das Ding. Ich dachte schon, wir haben es wieder kaputt gemacht. Schade, dass die Dinger nicht mehr ins Tier reingehen. Jupp. Habt ihr Montag eigentlich auch frei? Nö. Ich hab Schule und die haben im Klassenschrott gefragt, ob wir uns alle verkleiden wollen. Ja, Streichholz. Geh ich sowieso. Hier als Reaper. Ich hab keine Reaper-Maske. Ja, hopp, hopp, basteln. Wir können. Hast du ja noch einen ganzen Samstag Zeit? Ja, wow. Nimm einfach mal ein Alpaka-Plüschtier mit und geh jetzt schlafen mit. Sonst hätte man da vielleicht. Vielleicht morgen, wenn mehr da sind, die andere Höhle machen können. Ich hätte gedacht, dass die anderen beiden heute nochmal online kommen, aber... Na gut, André wartet auf seine Bärchen. Gummibärchen? Nee, die Plüschbärchen. Die
Durch, komm raus. Ja, oder wir gehen da jetzt gleich eben noch rein. Ich meine, wir haben 21:30, ne? Also die Höhle war jetzt nicht gerade irgendwie so das Ereignis pur hier. Ne, wie gesagt, wenn man den Weg kennt, ist die Höhle eigentlich ein Witz. Wir waren ja hier an der Stelle schon, als wir das letzte Mal, als wir hier mal einen Kopf reingesteckt haben. Wir sind unten in dem Gang rumgekrabbelt, wo so blau leuchtet. Das ist eine Etage unter uns. Ich verstehe das Design dann aber nicht so ganz, weil ich sag mal, ohne Drachen, also so zu Fuß oder sowas, kannst die Höhle ja voll knicken bei den Spawns, wie so vollgepackt, wie die sind. Mhm. Gut, du könntest dich auch mit Kletterhaken an der Decke lang hageln. Also ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Schon wieder. Ja, dauert halt ein bisschen. Kennen wir doch. Wir machen alles kaputt. Mhm. Reaper Spawns, Loot Crates. Unsere Dinos. Krabben in den Drachenhöhlen. Ich habe heute den Einwegdrachen versenkt. Ja. Das ist auch nur ein Einwegdrache gewesen. Ja, ne? Mit Laura oben, wir waren zusammen da. Ich wollte den Loot Crate öffnen. Und dann kam Reaper. Und ich habe halt gar nichts mehr gesehen, weil zwei Drachen da waren und der Reaper. Und habe E gedrückt, wollte auf meinen Drachen, aber ich war dann auf Lauras Drachen. Dann war ich hinten drauf und dann hat der Reaper mich halt auf Lauras Drachen zerlegt. Aber bis ich erstmal gecheckt habe, dass ich bei Laura hinten drauf bin, weil du dann diese Ego-Perspektive hast, ja, da hat es mich zerlegt. So. Oh. Guck mal. So schnell geht das halt. Aha. Ja, das nächste kann auf jeden Fall nicht weggenommen werden. Kriegst du eigentlich du die Schande, Drache? So, eigentlich könnte man Leute auch vom Mount runterschießen. Ich hab ein Haussymbol. Ja, ihr auch? Boah, geil. Hier zieh ich hin. Das war die Granate. Ich wollte gerade sagen, das war diese lustige Granate. Okay. Die Pfeile hast du noch in dir stecken. Hm? Ich habe keinen Schaden bekommen. Aber der ist angenehm mit der Rüstung, muss man sagen. So, merkst du einen Unterschied? Hä? Merkst du einen Unterschied? Ja. Wenn ich jetzt drauf gucke, bin ich mal ein Zehntel weg. 20stel vielleicht. Die hat jetzt ja auch das 10-fache an Haltbarkeit wie die ursprüngliche Rüstung. Ja gut, bei mir hätte er vorher schon alle Teile in Lila und sowas da schon gehalten. Merkst halt, wenn du mal einen Hit abbekommst, dass du mehr Rüstung hast. Haben wir noch von den alten Schuhen was? Ja. Also von den weißen Sets liegt einiges in der Rüstungskiste. Ey! Ey, das mounted up? Ja. Was ist das denn? Das verwirrt auch die Drachen. Im ersten Mal sie jetzt beim zweiten Mal alle wieder auf dem Boden standen. Hm? Oh, ey, du Sau. Hm? Der muss echt aufpassen. Ich hätte mein Drache jetzt was gar nicht gesehen. Hört mich mal, ey. Da Krallen angemacht hier. Ey! Nimm das! Das war ich! Ich hab auch eine geschmissen. Hallo!
kann man Leute vom eigenen Dings. Ach doch, warte, das ging doch irgendwie. Passagier? Und dann kann man das auf dem Drachen selber machen? Hm. Artefakt ist da. Hilfe! So, dann sammeln wir jetzt mal ein, dann können wir uns auf den Rückweg machen. Wie gehen wir zurück? Hier unten lang oder hinten rum? So lang, so wie wir gekommen sind. Der Weg ist wenigstens freigefressen. Ja, aber wenn du hier lang gehst, da ist nichts. Das wollte ich eigentlich nicht. Was ist denn hier jetzt eigentlich? Also irgendjemand ist rechts und der andere links von mir. Was über mir, das ist Laura. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Keine Ahnung. Wir sind noch immer in der großen Höhle. Oh, besser leid. Dann müsst ihr doch da drüben sein. Ich hänge hier an der Wand, mitten in der Höhle. Da oben ist Laura, Blazer. Wo ist Tobi? Du war doch eben bei mir. Hing an den Zapfen in der Mitte. Da ist Tobi. Ach da! Okay. Links von mir, gestern Ausgang. Sagen wir so, einer der Ausgänge. Hier ist nicht so. Hier gibt es mehrere Stellen. Das sieht irgendwie viel kleiner aus, also. Guck mal, da kommt was. Eigentlich bloß noch geradeaus, ne? Ja, yep. Haben wir noch hier durchfressen, dann sind wir wieder raus. Das ist ein Klappe! Alter, was hier an Megalos rumläuft. Mhm. Ah ja, genau, häng dich an die Decke. Und was machen wir jetzt? So. Ja, ich würde das erstmal sagen, das war die super spannende, extrem anspruchsvolle und mega schwere Höhle im Roten Gebiet. Mit haufenweise Totendrachen, zerstörter Rüstung, ohne Artefakt machen wir es auf dem Weg nach Hause. Die Munition, ja. Also ja, Tobi hat bestimmt 20 mal 5 Schüsse auf dem Vetterleit abgefeuert, weil er 4-mal nicht getroffen hat. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Oh, yeah. Reaper!